So, und während im Hintergrund Part 1, Part 2 und jetzt auch Part 3 hochlädt, spielen wir weiter mit Part 4 von Magnolia, dem neuen Hack von Robchu. Hollywood ist das nächste Level. Wir sind mitten in Welt 2 und schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Nice. Na, aber das ist tatsächlich. Es lädt immer noch Part 1 hoch. So schnell ist mein Internet, was Uploads angeht. Es macht so viel Spaß. Hurra. Ich bin gespannt, ob das mit der 50er Leitung was wird. Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach mal bestellt. Habe ich ja schon erzählt, ne? Habe ich ja schon erzählt. So, reden wir über das Level. Es sieht super schön aus. Die Palette ist echt cool. Das war knapp. Okay, Bonusröhre. Yay! Nice, Double Kill. No! Dafür war das ein Miss. Nein, sie sind offgescreent. Kommt wieder. Nice. Und wir haben gesehen, wir brauchen Leben, wenn wir das wirklich ernsthaft spielen wollen. Okay, sehr schön. Oh, oi, 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 okay. Hier taucht einfach Feuer auf den Wolken auf, nachdem die Blitze runterfallen, die man nur nicht sieht. Okay, aber man merkt schon, Welt 2 steigt die Schwierigkeit gehörig an. Oh, letztes Mal hatten wir dieses Aufstieglevel, irgendwas heiz, und jetzt haben wir das hier. Und das coole Geisterlevel hatten wir. Das war großartig. Das war großartig dumm von mir. Wow. Ich wollte einfach keinen Pilz haben. Das ist okay. Da sieht er den Blitz. Oh boy. Ich glaube, in dem Level werde ich oft sterben. Weiß nicht, wie ich darauf komme. Irgendwas sagt mir, ich werde in dem Level oft sterben. Ich muss auf jeden Fall den Pilz am Anfang mitnehmen. Und zwar nicht so wie vorhin. Sondern so. Sondern so. Oh, das wird schief gehen. Nein, es ging nicht schief. Wow. Wow. Es hat gut funktioniert. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Da seht ihr den Blitz. Der macht böse Dinge. Da ist er wieder. Wenn man schnell genug ist, sieht man den Blitz auch, bevor das hier alles Feuer fängt. Uff, okay. Nein! Aber ich krieg bestimmt gleich einen neuen Pilz. Mark my words. Wow! Okay, ich krieg keinen neuen Pilz, aber ich krieg einen Power-Up und einen Midway Point. Das nehme ich noch viel lieber, dann gibt es hier wahrscheinlich keine Yoshi Coins. Oder später. Aber bisher gibt es überall an den Stellen, wo ich für Yoshi-Coins vermutet hätte, keine. Insofern wird es wohl einfach keine Yoshi-Coins in dem Level geben, warum auch immer er jetzt hier die Yoshi-Coins rausgelassen hat. Aber man hätte ganz normal hier, wie er halt sonst Yoshi-Coins versteckt hat, hätte man hier auch jedenfalls welche reinsetzen können. Entweder hat sie vergessen oder es war Absicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht mag er uns. Juhu! In den Kommentaren darüber aufklären. Das war ein gefährlicher Sprung. Yeses. Oh Gott. Okay. Uff. Ich habe Angst, dass ich noch irgendwie hier in eine Falle reinlaufe. Und dann sterbe. Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne das Level lebend beenden. Okay. Nice. Puh.
Ah, das war auch ein cooles Level, also. Vor allem diese kleinen Fallen, die eingebaut worden sind, auf die ich fast alle reingefallen bin. Boys don't cry. Ach doch. Natürlich dürfen Boys auch mal cryen. So. Hops. Okay. Ah, ich krieg die Scheibe wieder. Stimmt, der ist ja weg, der Cooper. Will ich da runter? Ist das nur für Coins? Dann will ich da nicht runter. Yoshi-Coin, hier gibt's wieder welche. So. Ups. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn er wieder auf die gleiche Art und Weise die Yoshi-Coin versteckt hätte, beziehungsweise die das ganze Level über auf diese Art und Weise versteckt. Wobei es dann kein Versteck mehr wäre. Puh. Okay, will ich mit dem rauf und runter fahren? Ne, das ist einfach nur so. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh Gott. Uff, da ist kein Boden und nichts, ne? Ich muss das jetzt. Yo. Das wird eine interessante Stelle. Das wird eine sehr interessante Stelle. Aber da wir das Level gerade neu gestartet haben, können wir die Yoshi-Coins ja nochmal sammeln, weil wir dann ja noch nichts verpasst haben. Das geht dann nur nicht, wenn wir in der Mitte starten und die ersten Yoshi-Coins nicht mehr zählen. So, aber ich muss mir gleich mal angucken, ob ich das irgendwie falsch gemacht habe und ob das wirklich so gedacht ist. Huch. Oder ob da irgendwie vielleicht ein Cooper dazukommt, den man mitnehmen soll oder sowas. Boah. Aber der Sprung ist halt auch schon schwieriger. Hier, die Steine nützen mir da auch nichts. Ich muss da tatsächlich diesen gefährlichen Sprung machen. Oh mein Gott. Puh. Das war bisher der schwierigste Sprung im Spiel. Ich hätte jetzt gerne Midway Point. Um ehrlich zu sein. Soll ich da drauf jetzt einen Spin Jump machen? Okay. Okay. Mist. Huh. Das Level zieht an Schwierigkeit an. Ich bin gleich ein Boy, der quiet. Weiß ich, warum das Level so heißt. Das ist ein sehr passender Name. Immer wenn man über das Level nicht meckern will, aber wenn man weinen will wegen dem Level, muss man an den Levelnamen denken. Und dann weint man doch nicht. Genius, Robju. Genius. So, wie machen wir das jetzt als großer Mario? Das ist ja nochmal schwieriger. Uff. Übersehe ich irgendwas? Der Sprung ist echt nicht einfach. Übersehe ich irgendwas an der Stelle? Oder ist der Sprung einfach schwierig? Man weiß es nicht. Wow. Ich würde fast die Stelle lieber klein spielen, ne? Entschuldigung für erneuten Gähner. Der zieht sich auch durch das Let's Play, das Gähnen. Aber ich bin eigentlich noch recht munter. Aber ich hole mir jetzt keinen Pilz. So, wir spielen die Stelle ohne Pilz. Weil wenn ich da klein bin, ist das deutlich einfacher. Weil dann kann ich hier so einen... so einen kleineren Sprung machen.
Den, da müsste ich mich halt ducken, wenn ich groß wäre. Das ist dann unangenehmer. Oh mein Gott, was tue ich? Ich glaube, ich trinke gleich einfach kurz einen Schluck. Ich brauche einen kleinen Konzentrationsschub. Wir können ja trotzdem den Pilz mitnehmen, falls wir bis dahin getroffen werden und uns dann dort treffen lassen. Nur nicht, dass wir nicht, dass wir als Kleiner schon vor der Stelle sterben. Das wäre nicht so gut. Und jetzt kann ich mich ja treffen lassen. Und dann bin ich ja klein. Was ich ja sein will. Boah, aber... Ist dieser Cooper hier gedacht, um die Stelle zu machen, oder wie? Boah, ich will... Ich habe den Sprung einmal vorhin geschafft. Ich weiß nicht, wie ich den wieder machen soll. Also ich weiß schon, wie... Punktlandung. Ich weiß schon, wie, aber uff. Der ist schwierig. Wir nähern uns unserem ersten Game Over, dem Hack. Wow. Alle bisherigen Leben weg. Unglaublich. Aber das zeigt, dass die Leben hier wirklich von Bedeutung sind, ne? Oder ich spiele die Stelle halt komplett falsch. Ich weiß es nicht. So, treff mich mal trotzdem, Kollege. Ich will hier klein sein. Jetzt kommt der Cooper da, aber was... Der hilft mal jetzt auch nicht so wirklich, ne? Boah, ich muss... Ich muss so knapp da abspringen. Es ist so... Boah, das ist so ein kritischer Sprung. Oh mein Gott. Wow. Überlege, ob es was nützt, wenn ich die Feder da hätte. Soll ich mir die Feder für das Level organisieren? Ich würde sie ja recht schnell im Wald wieder bekommen. Vielleicht wäre das eine Idee. Der Feder könnte ich dann nämlich auch die Stelle hinten, wo der Fuzzy kommt, auf dem man spinjumpen muss, kann ich dann auch besser machen. Weiß es noch nicht. Mal gucken, vielleicht kriege ich es jetzt ja auch hin. Ich muss irgendwie, ich brauche eine andere Taktik. Yes! Yes! Okay, ich muss da wirklich so knapp abspringen, aber es ist so ein knapper Sprung. Oh, der Cooper da unten wird mich gleich retten. Der Cooper da unten ist meine große Rettung. Passt auf. Über den Cooper werden wir gleich den Sprung machen. Watch me. Scheiße. Okay, ich trinke ganz kurz einen Schluck. Moment. Okay, das war ein bisschen mehr wie ein Schluck. Ja, der Cooper war nicht so ganz die Rettung. Aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt auf Anhieb den schwierigen Sprung erstmal wieder schaffen. Ja. Hilfe. Ist halt die Frage, vielleicht kann ich das nur doch, aber es nützt mir nichts groß zu sein. Ich sterbe durch Runterfallen, also insofern. Okay. Immerhin, das klappt alles ganz gut. Und
und hier geht's dann halt schief. Ich muss halt wirklich so spät wie möglich abspringen. Ich muss vorlaufen und dann springen. Oh mein Gott. Und das ist so knapp. Uff. Okay. Nächster Versuch. Da! Darf ich Quine, bitte? Was tue ich? Wow, wir verlieren echt alle Leben in dem Level. Unglaublich. Oh, das war nicht so gut jetzt. So, aber das kriegen wir jetzt wieder hin. Jetzt weiß ich, wie es geht. Laufen und dann... Oh, es ist aber so knapp. Es ist so knapp. Oh, ich bin jedes Mal an der Stelle... Habe ich immer so ein Kribbeln. So dieses Aufregungskribbeln. In der Hand. Eieiei. Haben wir eigentlich einen Autosave oder wo starte ich, wenn ich jetzt Game Over gehe? Ich setze gleich mal lieber den Overworld Save State. Aber noch gehen wir nicht Game Over, noch haben wir zwei Leben. Ich bin guter Dinge, dass wir das innerhalb dieser zwei Leben jetzt schaffen. Nein, jetzt verfehle ich den die ganze Zeit. Oh, Mist. So viel dazu. Okay. Letztes Leben. Overworld Safe State. Here we go. Boah, das Level ist krass. So, wir kommen zumindest mal wieder hier hin. Das ist ja schon mal ein Teilerfolg. Okay. Ja, okay, wir kriegen die Stelle auch nochmal. So. Jetzt ist halt die große Frage, schaffen wir diesmal den Fassi-Sprung? Und was kommt dann noch alles? Selbst wenn wir jetzt zum Midway-Point kommen, ist er ja eigentlich nichts wert, weil wir ja Game Over gehen. Hehe. Mist. Okay, ich versuche den unten zu machen. Ich weiß jetzt ja, wo ich in etwa hin will. Ah, oh, verdammt. So, wo startet man? Ja, nee. Mach mal nicht. Na gut, dann muss ich jetzt halt über den Open den Save State laden. Wenn ich sterben sollte. Aber wir wären tatsächlich gerade Game Over gegangen. Uff. Okay. Sprung!
Nein, dann nehmen wir halt keine Yoshi-Coin mit. So. Ja, ist egal, wir haben ja eh den Hit. Wollten wir ja eh haben. Da muss ich den jetzt halt nicht absichtlich machen. Boah! Alter! Es ist so knapp! Das gibt's doch nicht! Okay, wir probieren mal Folgendes. Das ist das falsche Level. Wo war das denn? Gott, wo war das denn? Da war das. Oh nein, dann muss ich da den Anfang ja nochmal schaffen. Das war ja mein Problemanfang. Oh nein. Es fügt sich schon wieder alles zu einem Bild. Jo, was war mit dem denn los? Der war ja wild drauf. Nee, will ich nicht. Egal. So. Okay, let's go. Ich habe einen Plan. Der wird schief gehen. Verdammt. Es wird nicht funktionieren. Denn ich werde... Das Problem ist, ich kann... Eigentlich, ich kann nicht unten drunter durchfliegen. Weil, wenn ich jetzt an dem Ding runtersegel gleich, dann lande ich auf den Dingern drauf. Ja. Mist. Okay, aber ich kann es mir mit dem Koopa vereinfachen. Vielleicht ist der auch dafür gedacht gewesen und man sollte ihn wirklich so ein bisschen timen an der Stelle. Dass man den genau an der Lücke dann mitnehmen kann. Aber es war jetzt halt trotzdem nur aufgrund der Feder einfach. Und mit der Feder kriege ich jetzt auch den Fassi-Sprung hin. Na, das ist jetzt auch nicht mehr das Problem. Und jetzt kommt hier natürlich der Midway-Point. Ich wusste es. Boah, das Level hat mich jetzt echt... Oh, richtig auseinandergenommen. Ich war gezwungen, eine Feder zu holen. Uff, aua. Ich glaube, ich will die weiterhin behalten hier. Die macht das Level doch etwas angenehmer. Boah, das Level hat's in sich. Also ich glaube, ich würde das nicht so schnell schaffen, ohne Feder an die Stellen da. Okay, soweit, so gut. Jetzt können wir auch theoretisch sterben, weil wir zumindest immer noch... Oh mein Gott. Oh, das ist, die Feder ist gerade so gut, ne? Oh, yes. Ja, okay, das hole ich. Da komme ich leider nicht ran auch. Aber jetzt sind Leben plötzlich wieder richtig viel... Also richtig wichtig. Wir kriegen nicht alle Yoshi-Coins scheinbar, weil hier wird das Ziel jetzt gleich kommen. Ich habe irgendwo eine Wait. Ah, da kann man rein. Ja, ich habe eine verpasst. It's almost over. Final stage ahead. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ach, das war das Deutsche Bahn-Level. Deswegen war das so schwierig. Okay, nein. Boah, krasses Level. Holy moly. Jetzt haben wir halt 24 Minuten, ne? Ich weiß nicht, wie lang das letzte Level sein wird. Wir werden jetzt erstmal den Part beenden und wenn das letzte Level aber recht schnell geht, dann wird das natürlich noch an den Part rangehängt. Femme fatale. Nächstes Mal erstmal, wir sagen mal, das wird der nächste Part. Ich werde es sehen, ich weiß es noch nicht, aber danke fürs Zuschauen an der Stelle und tschüss.